Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mit Arezu. Ich bin Arezu und wir haben ein paar Quests hier offen, zu denen wir hinfahren können. Ich würde sagen, wir machen mal eine davon. Wir hätten hier zum Beispiel was für Devin. Warum nicht? Oh, da haben wir ein Moped, damit sind wir eventuell schneller, deswegen nehmen wir das mit. So. So, oh Gott. Da hätten wir beinahe einen Unfall gebaut. Irgendwas wollte ich gerade sagen und dann habe ich beinahe den Unfall gebaut und dann ist mir wieder entfallen, was ich sagen wollte. Warum hupen die so? Manchmal kann ich gut fahren. Meistens nicht. So, hier haben wir unseren Startpunkt. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ein Weg hineinfinden, das ist kein Problem. Finde den Schauspieler. Erst einmal haben wir dort hinten den Feind irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Hier waren wir doch schon mal. Hier sind wir mit einem Hubschrauber gelandet. Moment, habe ich auch das richtige Scharfschützengewehr? Ja. Das mit dem Schalldämpfer. Wir wollen ja nicht zu auffällig sein. Kann man überhaupt allergisch gegen Ananas sein? Au! Okay. Aua, die sind aggressiv. Au! Die sind sehr aggressiv. Versuchen wir das nochmal. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security. So, ich hoffe mal, sie nimmt mir das nicht übel. Ich habe sie jetzt weggedrückt. So, ich weiß nicht, wer mich eben gesehen hat. Eventuell der da. Okay. Wirkt soweit sicher. Schauspieler K.O. schlagen, geht klar. Der Sicherheitsdienst wurde alarmiert, ich weiß nicht warum. Aua! Hört auf mich zu schießen! Warum machen die sowas? Das ist doch unfreundlich. Okay. Offenbar ist Erschießen nicht das gleiche wie Niederschlagen. Hm.
So, also den Wächter hier auszuschalten ist schon mal richtig, wie es aussieht. Upsi. So, versuchen wir den jetzt mal auszuschalten. Also niederzuschlagen. Ich weiß nicht, warum das jetzt weniger Leute alarmieren sollte. Ich meine, beim letzten Mal ist er umgekippt, ohne dass ihn jemand niedergeschlagen hat. So, jetzt sind wir ein Stuntman. Sollten Stuntman nicht... Ja, ich bin ja da... ich bin ja unterwegs. Someone's gotta find him. At least get him a mask or makeup or something. Hey, get out of here. I've got to get some control of this set. Get him out of here. Ja, ich steige aus demnächst. Aua! Warum schießt ihr schon wieder auf mich? Hey, da ist noch eine Schauspielerin drin. Hört auf die zu schießen. Oh! Das tut mir aber leid. Im Prinzip hier schon. Ja, tut mir leid. Hey! I'm just interested in the whip. Ow. What do you mean, the whip? I could buy this car with what I make in a morning. I think you... Oh! Oopsie. Okay, das war der rote Knopf. Bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? The traffic spike's still here, but you're gonna need a new seat. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Ist Trevor unterwegs? Ich schätze, Trevor ist unterwegs. So. Ich frage mich, ob sie die echte Munition dort reinmachen wollen, einfach nur, weil sie es cooler finden oder weil sie das Auto tatsächlich benutzen wollen als Waffe. So. Ah, sehr gut. Wir können rein. Wir sind drin. Das ist nicht Trevor. They don't like cats with the inside edge shortened them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Nein, nein. Ich habe einige Leute erschossen. Oh Gott, Lamar, das ist noch schlimmer. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment.
Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Gut. Wir sind Lamar losgeworden, wir sind eventuell Devin losgeworden. Ist doch schön. Ich befürchte nur, dass die zurückkommen werden. So. Wir fahren per Anhalter damit. Das funktioniert so, ne? Uppala. Der will immer noch kämpfen. So, wir haben hier noch das Fragezeichen Fremde und Freaks. Das markieren wir uns mal. So, jetzt hat er aufgegeben. Schön. Und weiter geht's. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein besseres Auto. Das wäre schön. Momentan geht das hier noch. Obwohl. Irgendwie steuert sich das merkwürdig. Andererseits steuern sich alle Autos merkwürdig, sobald ich am Steuer sitze. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich verflucht. Ich meine, genug Leute sauer gemacht haben wir bestimmt. Immer schön die Augen offen halten für den Fall, dass wir eine Nebenmission sehen. Entschuldigung, aber ich brauche das Auto. Moped. So, jetzt können wir tatsächlich schnell unterwegs sein. Oh Gott! Au, 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 au. Au. Hätte der nicht bremsen können? Ja, das kostet uns mal wieder ein bisschen Geld. Was nicht gut ist, denn ich brauche das Geld. 5000. Warum kann ich eigentlich keine Autos verkaufen? Damit könnte ich doch Geld verdienen. Irgendjemand hat mir die Polizei auf den Hals gehetzt. Das gefällt mir nicht. Aber momentan sehe ich noch keine auf meinem Radar. Hoppala. Und da haben wir wieder ein Moped. Aber ich will jetzt nicht umsteigen gerade. Wobei es vielleicht besser wäre. Mit einem dünneren Gefährt könnten wir nämlich an solchen Autos leichter vorbei. Na, solange sie nicht wieder von der Seite kommen, wie der Laster eben. Da war es schwieriger vorbeizukommen. Oh Gott. Die Polizei ist ja immer noch hinter uns her. Hier könnte eine Nebenmission auftauchen. Hier waren mal ein paar Biker. Vielleicht kommen die ja wieder. So, und damit sind wir die Polizei losgeworden. Sehr schön.
dann auf zu unserem Fremden bzw. Freak. Hier haben wir schon wieder so viele Geisterfahrer. Das Moped fährt sich ganz angenehm. Ist aber so unsymmetrisch. Der Auspuff guckt hier so weit raus auf der rechten Seite. Hundi. Hallo Hund. Na, braves Hündchen? Hallo, Boy. Was ist das? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Okay, wir folgen Lassie. I've officially lost my damn mind. Entweder das oder du hast angefangen. He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kind of wish he'd missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Okay. Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Ja, da ging eben was in der Übersetzung natürlich verloren, da das hohe Wort eben für weibliche Hunde steht. Okay, ja, es ist offiziell. Franklin kann mit Hunden reden. Hey, Bro! You mind giving me a hand here? Man, that's a cool-ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? When you got a moment. Here you go. My bad, dog. Oh. Oh. Oh, man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then... Let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh. Ja, wir haben doch schon den falschen Spruch hinter uns. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on. Let's go. Das haben wir schon gemacht, also. Gut, also, selbst wenn wir uns den Hund eingebildet haben, ist eben die Frage, woher wussten wir dann, dass da jemand im Baum hängt? Na, lass mich rein. Steig in den Hund. Ja, ich will ja. Achso, der konnte nicht landen, während ich da war, oder? Na gut, na gut. Das ist doch freundlich. Linksklick, um den Flug zu überspringen. Aber warum? Like for a few seconds, I saw everything and it all made sense!
Reicht doch voll. Es gab Explosionen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die gepackt sein müssen. Warum sind hier so viele Flugzeuge? Okay. Ja, wir hopsen Richtung Berg. Das Gute ist, wir haben jetzt nochmal eine Chance, die Nebenmission gleich zu finden, die ich finden sollte. So, soll ich jetzt rausspringen schon, oder? Ich bin nicht sicher, ob wir noch weiter hochgehen gerade. Ich denke nicht. Die Kamera zieht immer wieder hier hin und hier sehe ich keinen Unterschied. Okay, dann würde ich sagen, springen wir. Und hopp! Also, Fallschirm abwerfen will ich noch nicht machen. Q und E fürs Schafe lenken. A und D, um leicht zu lenken, offenbar. Ich nehme an, der Ring dort ist das, wo wir hinwollen. Moment, R, um zu fokussieren. Ja, okay. Jetzt memen wir ein klein bisschen den Falken und drehen unsere Kreise hier über unserer Beute. Here we go. High five the big man. Gleich sind wir da. Ist der andere eigentlich auch abgesprungen? Ich sehe ihn nicht. Wow. Ich habe so langsam das Gefühl, ich bin zu früh gesprungen. Ah, ich habe zu früh gezogen.
So, ich bin da. Gut, ich will mich hier aber erstmal kurz umgucken. Hier haben wir UFOs und Jetpacks und Eier und ein Auge auf dem Berg. Oh, da haben wir einen Schnipsel. Und einen Fallschirm. Für den Fall, dass ich mal wieder einen brauche. Da, da, da. So, wo finden wir dann denn unsere Fahrräder? So. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Ein Rennen gegen Dom sollen wir schaffen. Hey! Ich nehme an, ich darf ihn nicht erschießen dafür. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hey, ich lebe noch! Franklin hat das Rennen abgebrochen. Quatsch, ich wollte einfach nur mehr Adrenalin-Junkie. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Der ist irgendwie schneller als ich. Oh Gott! Au, au, au. Rennen abgebrochen. Nein, habe ich nicht. Ich habe mein Fahrrad verloren. Das passiert ab und zu. Kein Problem. Yay, das haben wir geschafft und... Oh Gott! Okay, wir sind weiter etwas, als wir es bisher geschafft haben. Da war ein Schwein, glaube ich. Oder irgendwas anderes. Ich verlasse mich einfach drauf, dass ich irgendwann überholen kann. Oh Gott! Ein Sprung, das klingt gefährlich. Oh Gott! Okay, alles gut. Ja, der noch größere Sprung war tatsächlich ein Sprung. Warte auf mich. Oh, da war ein Hündchen. Oh Gott! Au! Au! Nein, nein! Okay, alles ist gut. Oh. Ich habe das Rennen nicht abgebrochen. Mir geht's gut. Das ist das Wichtigste, nicht, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Und er ist noch in Sichtweite. Da war das ein Bär? Hättest du mich nicht etwas früher warnen können? Ski jump, hit the sky, bro. Aua. Okay, kein Problem. Franklin ist tot.
Muss ich wieder von ganz vorne anfangen? Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Wunderbar. Kein Problem. Hier kommt der Eisbär. Das war der Eisbär. Jetzt ist er weg. Okay, das lief gut. Oh Gott. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mit Shift hier nicht wirklich beschleunigen. Au! Na los, fahr ein bisschen schneller, Franklin. Du bist doch der Meisterfahrer unserer kleinen Truppe. Oh, da ist noch ein Eisbär. Ich glaube langsam, das sind gar keine Eisbären. Oh, ja, das ist eine Wildkatze. Die einen Wildhund jagt. Und ich hoffe doch, dass ich nicht dass ich nicht nochmal neu starten muss, wenn. Nee, okay. Er darf gewinnen, ohne dass ich neu starten muss. Trust the material and foremost, trust yourself. Pushing out is what is gonna get you knocked out. Yeah, whatever. But me being a fucking idiot is gonna get me killed. Listen, meet me by the airport for life lesson numero doso. Gut, neuer Kontakt, Dom. Fallschirmspringen ist nun möglich beim Fallschirmspringen-Symbol. Okay, ich würde sagen, hier machen wir den Cut. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.